Es ist Nacht und im tiefen, dunklen Wald tobt ein Gewitter. Der Sturm schüttelt die Bäume, immer wieder zucken Blitze. Ein junger Mann stolpert durch den Wald. Es ist Siegmund. Der Sigi ist doch der Sohn von diesem Wotan. Der Siegmund, der rennt, weil er verfolgt wird, weg. Und dann sieht er ein Haus und da klopft er natürlich und dann macht er eine schöne Frau auf. Alle lachen. Und die beiden verlieben sich natürlich gleich. Sieglinde heißt die schöne Frau. Dies Haus und dies Volk sind Hundings eigen. Also die Sieglinde, das ist die Schwester vom Siegmund. Das haben die noch nicht gewusst, also weil sie wurde geraubt. Ja, als sie ganz klein war. Ich stelle mir vor, dass sie sehr hübsch ist, weil wenn der Siegmund sich in seine eigene Schwester verliebt hat, dann muss sie ja sehr hübsch sein. Die reden zusammen und dann kommt der Hundig. Das ist der Verfolger. Der Verfolger. Also der Hunding ist der Ehemann von der Sieglinde und der Hunding ist halt eben sehr böse. So um die 58. Ich stelle mir das ja so vor, dass er vielleicht so einen Hut ganz tief ins Gesicht reingezogen hat. Vielleicht mit hier so einer Pfeife, so einer altmodischen. Und dass er solche schwarzen, dunkelbraunen Felle, ganz dunkle hatte. Hunding und Siegmund reden miteinander und erkennen, dass sie Feinde sind. Und dann sagt der Hundig, hey, mit dir wollte ich doch einen Schwertkampf machen. Und du darfst eine Nacht bleiben, aber dann morgen früh musst du es machen. Mein Haus hütet Wölfing, dich heut für die Nacht. Aber diese Glinde, die möchte nicht, dass die einen Schwertkampf machen und deswegen tut die Schlafmittel dem Hundig geben. Hunding. Ja, und der schläft halt dann auch die ganze Zeit und dann merken die, dass die Sieglinde die Schwester von Sigi ist. Im tiefen Schlaf liegt Hunding. Siegmund und Sieglinde beschließen zu heiraten und zusammen wegzugehen. Schwester, mein verreitender Bruder, zertrümmert liegt, was sie getrennt. Aber weil Siegmund keine Waffe hat, zeigt ihm Sieglinde ein Schwert, das in einem Baumstamm steckt. Das Schwert heißt Notum und es liegt ein Zauber darüber. Der viel Mut hat, der kann es auch rausziehen. Und es hat er auch geschafft. Dann sind sie halt weggegangen, aber der Hund hat sie eingeholt. Und dann kämpfen sie miteinander. Hunding besiegt Siegmund. Das Zauberschwert hilft Siegmund nicht, weil der oberste Gott Wotan in den Kampf eingreift. Er zerstört das Schwert. Und dann ist der Siegmund leider gestorben. Aber am Kampfplatz ist noch jemand. Eine Walküre. Und sie sind ganz hübsch, haben so Brustrüstungen und haben ein Schwert. Die laden tote Helden auf ihre fliegenden Pferde und dann tun sie es in den Himmel. Und das sind die Töchter vom Wotan. Und der Wotan ist der Chef von den Göttern. Brünnhilde, so heißt die Walküre am Kampfplatz. Und
dann hat die Walküre, die Brunhilde, hat dann gemerkt, dass die Sieglinde schwanger ist, dass sie ein Kind bekommt. Auf ihrem fliegenden Pferd galoppiert Brünnhilde mit Sieglinde hoch in die Luft bis in die Wolken. Wotan aber ist wütend, dass die Walküre die schwangere Sieglinde rettet und verfolgt die beiden. Er holt sie ein und will Brünnhilde, seine Walkürentochter, bestrafen. Dann hat er die so sterblich wie den Röschen ja, sterblich gemacht. Hat er sie im Bett gelegt und umherum Feuer gemacht und sie schläft halt. Und nur ein mutiger Held, der sich durch die Flammen wagt, kann sie aufwecken. Sieglinde aber kann vor Wotan fliehen und versteckt sich im Wald.